Lebst du noch? Nee, schon lange nicht mehr. Du bist so ein Wichser. Du bist so ein Schummler. Shut up, John. Jo, Kartoffelfreunde und willkommen. Okay, wir brennen erstmal zu einer kleinen Folge. Wir haben uns was überlegt und zwar machen wir heute eine Runde oder nicht eine Runde, so ein Quiz-ähnliches Ding. Und zwar spielen wir hektische Spiele, sowas wie Quick Survival Games oder Ender Games. Und der eine fragt den anderen dann so ein bisschen sondern ein paar Fragen und der andere muss sie halt richtig beantworten und der dann nachher mehr Punkte hat, dann überlegen wir uns noch was. Da, soweit bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in der Runde, wenn es losgeht. Willst du mich zuerst fragen oder soll ich? Was möchtest du machen? Mir ist es egal. Okay, dann frag du mich zuerst. Ja, okay, gut. Dann geh du in Game und ich frag dann. So, da wären wir schon wieder in Game und ja. Dann fangen wir an. So, gut. Warte, jetzt. Also, wie nennt man das hölzerne Flugobjekt, das beim Werfen zurückkommt? Was werfe ich denn? Naja, man wirft ja nochmal etwas aus Holz und das kommt zurück. Wie nennt man das? Ein Bumerang, oder? Richtig, ja, richtig. Wie nennt man die Puppen, die an Schnüren bewegt werden? Marionetten. Auch richtig. Wie heißt der Palast der englischen Königsfamilie, der in London steht? Entschuldigung. Buckingham Palace? Das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich ganz kurz gucken? Ich glaube, ja. Buckingham Palace ist richtig gewesen, ja? Ja, okay, gut. Dann habe ich die vierte Frage. Was bedeutet das Wort Advent? Advent. Ja, was heißt Advent? Frage, oh, ich bin tot. Ja, was heißt Advent? Gute Frage. Gut. So, dann sind wir auch schon in der nächsten Runde. Leute, ich bin gestorben. So, okay. Wir waren bei der Frage stehen geblieben, was ist Advent? Was bedeutet Advent? Advent, ja, Kannst du auch notfalls überspringen, das heißt Ankunft. Ankunft. An welchem Tag im Jahr spielt der erste Akt von... Keine Ahnung, das kann keiner wissen. Was versteht man unter einem Krampus? Keine Ahnung, noch nie gehört. Alter. Welche Rose blüht zur Weihnachtszeit? Das ist ja, nee, Rose. Ja gut, okay, Rose, keine Ahnung. Nein, ich weiß es auch nicht, muss ich in den Lösungen nachgucken. Wo befindet sich das sogenannte achte Weltwunder? Ist nicht nur 7? Nee. So ein Witz? Also das sogenannte, deswegen auch sogenanntes. Keine Ahnung. Die Reisterrassen von Banguino. Okay. Nenne eine bedeutende Erfindung von Edison, Thomas Edison. Das war der Typ von der Glühbirne, ne? Richtig. Was versteht man unter... das hatten wir schon. Welche Automarke hat einen Blitz auf einem Kühlergrill? Opel. Richtig. Kühlergrill, wie lange ist der Radweg an der Ostsee, der sogenannten Ostsee-Küstenradrennweg? Von wo bis wo geht der? 6140 Kilometer. Hast du geraten, oder? Ja, natürlich. Also 1100. Warte, wer atmet schneller? Maus, Mensch oder Huhn? Huhn. Huhn? Ja. Würde ich dir sagen, oder? Die Maus arbeitet am schnellsten. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Genau, da hier. Wer war Adenauer? Hier. Deutscher, entweder Bundespräsident oder Lebst du noch? Nee, schon lange nicht mehr. Du bist so ein Wichser. Du bist so ein Schummler. Du bist so ein Schummler. Ja, gleich geht's. Letzte Runde jetzt für dich. Okay. Allein theoretisch müssten wir das abbrechen, Alter. Das ist doch locker. Nein, du hast doch schon weitergeredet. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, das sagst du von selbst. Du bist so von Arsch. Machen wir die jetzt nochmal, oder? Ja, mach weiter. Ein Leben hast du noch. Toleranz leben. So, okay, warte, dann gehe ich mal in eine neue Lobby rein. Alpaka? Lama. Warte mal kurz, Lama. Ich gehe zum Kompetenz runter. Wie nennt man ein junges Pferd? Der Spaß sagt einfach nicht, dass er tot ist. Polen, ich, ja. wie viele Karten hat er ins Grab gespielt? Die Frage jetzt mal neu stellen oder zählt es trotzdem?
richtig. Ja, wir erzählen die. Ich zähle die gleich. Was bedeutete, wenn der Sultan, also Sultan jemanden mit eine Seidenschnur bereichen ließ? Geh in eine neue Lobby. Oh Mann. Vielleicht Ehre oder so. Okay, 10. Warte, ich. Nee, das ist eine scheiß Lobby. Das ist eine Wo war ich denn? Scheiße. Da, 17. So, dass derjenige, der sie mit. Damit er Selbstmord begehen muss. Oh mein Gott. Okay, Nee, frag mich das mal alles nochmal, das kommt doch blöd jetzt. Was ist das, ist ein Autodidakt? Nee, ein Autodidakt. Ein Autodidakt. Alter, noch nie gehört das. Oh mein Gott. Ich muss überleben. Zwei, ein Autodidakt, eins. Keine Ahnung, noch nie gehört. Gut, wir zählen die Punkte einfach von. Was ist 5x5? Wie heißt das Kamel in Südamerika? Ja. Was ist ein Matador? Südamerikas. Ich glaube, ein männlicher Stier oder Alpaka? Lama. Warte, 21. Wie ein Stierkämpfer, der einen Stier niedersticht. Schade. Ja, stimmt. Fast. Der Polen, glaub ich. Wozu dient eine Longe? Wie viele Karten hat mit Longe? 52. Richtig. Gehört. Nein, ich bin tot! Was bedeutet, okay. Gut, ich habe mich auch ziemlich aufs Dingen konzentriert, aufs Fragen stellen und nicht aufs Spectaten. Gut, wir zählen jetzt gleich kurz die Fragen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. So, jetzt bin ich dran mit Fragen beantworten. Genau, jetzt bist du dran mit Fragen beantworten. Warte, 4, 3, 2, 1 und es geht los. Wie oft wurde Deutschland Weltmeister? 4-mal. Oh, ja, warte. Guck ich selber mal. Das war 4-mal. Hast einen Punkt. Sehr gut. Ja, mit letztem Jahr 4-mal. Genau. So, gut. Dann die nächste Frage. Wie heißt die Hauptstadt von China? Hongkong. Nee, doch. Ja, ist auch richtig. Ja. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin aber noch nicht tot. Okay. Jetzt bin ich tot. Okay, also. Und go. Wie heißt das größte Bundesland Deutschlands? In Bayern. Das ist Bayern. Hast du auch wieder richtig. Gut, dann jetzt. Wie heißt die Hauptstadt von Südafrika? Ist es nicht Kapstadt? Doch, so ein Kapstadt, warte mal. Ich guck mal, jetzt einfach so eine behinderte Tabelle gegeben. Was hab ich gesagt? Südafrika, ne? Ja. Südafrika. Oh, ne, das ist Pretoria. Okay, noch nie gehört den Namen. Ich auch nicht. Gut, dann, wie heißt die Hauptstadt von Hessen? Hessen-Wiesbaden. Gucken wir nach. Das ist richtig. Ja, ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja, stimmt auch. Alles klar, super. Nice. Dann jetzt. Welcher Fluss fließt durch Prag? Ich muss gerade erstmal gucken, wo Prag ist. Nee, keine Ahnung. Weiter. Die Moldau. Boah, ja, das sagt mir so viel. wie heißt die Hauptstadt? Okay, wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Nice! Wie heißt die Hauptstadt von Liechtenstein? Liechtenstein. Welcher Fluss fließt durch Rom? Rom? Ja. Keine Ahnung. Ich bin tot. Durch Rom fließt die Tiber. Tiber, okay, warte. Okay, cool. Nur eine Runde habe ich. 3, 2, 1, go! Wie heißt der haustierhafte Staubsauger der Teletubbies? Oh, Alter, du fragst Sachen. Ne, keine Ahnung. Der Staubsauger heißt Nunu. Nunu. So, nächste Frage. Wurzel aus 144? 33? Nee, gar nicht 33. 13. Nope. Schade. Fast richtig. Sag richtig jetzt die Antwort. Das weißt du. 14? Nein. Okay, es ist 12. Gut. Wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Oh Mann, das hatten wir letztens. Warte. Ich habe immer noch kein Schwert, ich werde eh gleich sterben. Von Kanada? Ja. Das ist. Ich weiß es. Scheiße. ich renne hier eigentlich nur durch die Map und versuche nicht zu sterben. Verstehe ich. Kanada. Nee, ich hab's vergessen. Ich weiß es gar nicht. Ist Ottawa. Ottawa, genau. Okay, wie heißt die Hauptstadt der Niederlande? Amsterdam. Amsterdam. Ich würde sagen, es kann gar nicht falsch sein. Ich guck nochmal nach zur Sicherheit. Das ist Amsterdam. Sehr gut, ja. Dass wir danach gucken wollen. Wie viele Kilometer ist der Äquator lang? Oh, keine Ahnung, 6.000. Nee, mehr. 16.000. 40.000.
Das wusste ich aber. Wie viele Quadratmeter ist ein Hektar? 10. Und die Antwort nee, ist? Doch, richtig. Ah, nein. Nee, 100. 100. Scheiße. Ja, okay, das zählt noch, das zählt noch. Okay. Ich war mir nicht sicher bei Hektar und A. Wie heißt die Hauptstadt von Indien? Ich weiß, dass der Ganges da durchfließt. Auch gut, aber hilft nicht. Weißt du? Nee. Du hast sowas Neues. Indien ist nicht. Indien weiß man normalerweise. Ich hab keine Ahnung. Ich komm nicht drauf. Neu-Delhi. Neu-Delhi, ja. Oh. Welchem Bundesland ist Mainz die Hauptstadt? Was ist? Welchem Bundesland Mainz die Hauptstadt ist? Mainz, die Stadt. Ja, ich überleg grad. Ne. Auf die Schnelle kommt man da nicht drauf, das ist unglaublich. Ja, das ist blöd. Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, Mainz, genau. Und welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Der Merkur. Merkur. Nee, Mars. Nein, Merkur. Also Merkur. Ja. Das ist richtig, sehr gut. Ja, ich bin jetzt auch tot. Okay, super. Mein Vater erklärt uns jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ich wusste nicht, ob Ernst 1 Merkur oder Mars war. Ja, ist richtig, nice gemacht. Okay. So, gut, dann bin ich jetzt tot. Gut, dann werten wir das jetzt aus. Genau. Und genau. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Warte, du bist gleich auf der Platte. Ich brauch dich nur ein bisschen schieben und dann. Oh. Okay. Hat nicht funktioniert. Gut, dann machen wir jetzt die Abmod. Ja. Wollen wir das morgen hochladen? Gerne machen. Ich schneide das und rendere das heute. Dann können wir das morgen hochladen. Ja gut, dann schneide ich das auch gleich. Gut, dann machst du aber die Abmod, wenn ich schon das Intro gemacht habe. Okay, cool. Okay, 3, 2, 1. So, hier sind wir jetzt auch schon wieder in der Premium Lobby und wir haben das Ganze jetzt ausgewertet. Und das Ergebnis ist, dass ich 6 Fragen richtig hatte und der coole Typ neben mir hatte 8 Fragen richtig. Heißt, er hat gewonnen, ich musste Bestrafung machen und was als Bestrafung kommt, das schreibt ihr jetzt in die Kommentare. Da mischen wir uns gar nicht ein. Sagt einfach irgendwas. Ich würde aber sagen, es muss irgendwas sein, was man in Minecraft machen kann, oder? Das würde am besten passen. Ja, oder du lädst ein Real-Life-Video. Das wäre ein bisschen ein Problem mit der Kamera und so. Nee, aber ich denke mal, das kann auch sein, dass man irgendwo anrufen muss oder irgendwas. Ja, sowas, genau. Macht einfach sowas irgendwie. Irgendwas Cooles ausdenken. Richtig Geiles einfallen. So, gut. Dann, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und unsere kleine Kooperation hier. Kollaboration? Genau, Kolorota. Kolotalatata. Was auch immer. Gut, ich würde mal sagen, zum Abschluss springen wir nochmal von der Premium-Lobby und dann genau, würde ich sagen... Genau, wir springen jetzt runter. Auf die Plätze, fertig. Woo! Oh. Bis dann! Bis dann, tschüss!